ist wieder der Betreuungsverein Perspektive Plus in Idar-Oberstein. Wir beschäftigen uns mit der rechtlichen Betreuung und mit der rechtlichen Vorsorge. Eine Frage, die sich oft stellt, ist, was passiert, wenn jemand nicht mehr sich eigenständig entscheiden kann, rechtlich entscheiden kann? Dann ist es so, dass unser Rechtssystem vorsieht, dass jemand stellvertretend für ihn entscheiden muss. Das können wir im privatrechtlichen Bereich oder privat machen, indem wir eine Vorsorgevollmacht erteilen. Vorsorgevollmachten kann man erteilen, zum Beispiel im Freundeskreis oder in der Familie, wenn Sie Ihrem Ehemann oder Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter eine Vollmacht geben, für Sie zur Bank zu gehen, also eine sogenannte Bankvollmacht. Es gibt aber auch eine Vorsorgevollmacht und mit der kann man im privaten Bereich bestimmen, für den Fall, dass ich selber nicht mehr entscheiden kann, dass ich beeinträchtigt bin, dass ich vielleicht im Koma liege, soll dann eine bestimmte Person stellvertretend für mich entscheiden. Es gibt eine weitere Möglichkeit der Stellvertretung, das ist die rechtliche Betreuung, von der haben wir gerade schon einiges gehört, das richtet das Gericht ein. Und es gibt auch noch eine Vorsorgemöglichkeit, die Betreuungsverfügung. Damit können Sie in guten Zeiten eben auch bestimmen, für den Fall, dass eine rechtliche Betreuung vom Gericht eingerichtet werden muss, wer dann die Betreuung übernehmen soll. Viele Menschen haben ja Angst vor der rechtlichen Betreuung. Die denken, da wird vom Gericht, wird mir irgendeine fremde Person ins Haus geschickt, die mich gar nicht kennt. Und die soll dann für mich Dinge regeln, rechtliche Angelegenheiten regeln. Das Gericht schaut natürlich sehr gut, wie das zusammenpasst. Aber wenn Sie eine Betreuungsverfügung vorher geschrieben haben, dann hält sich das Gericht in der Regel auch an Ihre Empfehlung. Und dann wird eben diese spezielle Person, die Sie in der Betreuungsverfügung oder auch in der Vorsorgevollmacht schon benannt haben, die wird dann als Betreuer eingesetzt. Wenn Sie in den verschiedenen Beiträgen Fragen haben, wenn Sie irgendetwas nicht verstehen, wenn Sie noch nähere Informationen haben möchten, dann können Sie unter dieser E-Mail-Adresse uns Ihre Fragen stellen und wir versuchen sie schnellmöglichst auch zu beantworten. Vielen Dank und viel Spaß!